Dann gehen wir noch in dieses Häuslein rein. Häuslein. Was passiert, wenn ich hier reingehe? Willkommen in Zwergendorf. Warst du schon in unserem Theater? Die nächste Vorstellung beginnt schon in wenigen Minuten. Sieh es dir an. Ich komme da auch nicht durch. Das ist das Theater. Anscheinend. Treten Sie ein, das weltberühmte Zwergentheater heißt Sie willkommen. Da steht jetzt Zwerge, aber ist das nicht der älteste gewesen? Gleich geht es los. Eintritt kostet 50 GM. Was? Dann eben nicht. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, da kommt Dialog. Ja, okay. Okay. 50 Goldmünzen sind aber auch schon eine Hausnummer. Ruhe bitte. Meine Damen und Herren, sehen und schauen Sie ein gelber Pogo-Puschel. Oh Mann. 10 gestandene Männer haben viel Mühe gehabt, diese Bestie einzufangen. Ich kann sogar Pogo tanzen. Finde ich lustig. Und jetzt etwas fürs Herz. Die traurige Koboldin, wie viel Spaß mit beim Mitweinen, seufzt. Lustig, ich bin ja so traurig. Wieso ist sie so klein? Es ist eine Tragödie. Das kleine Koboldmännchen hat eine seltene Krankheit. Das einzige Medikament, das jetzt helfen könnte, kostet jedoch 500.000 Goldmünzen. Jetzt arbeitet sie Tag und Nacht, um das viele Geld zu verdienen. Verehrtes Publikum, helfen Sie ihr, selbst 100 Goldmünzen würden schon reichen. Okay. Dank, damit werde ich wieder gesund. Vielen, vielen Dank. Ich weiß nicht, warum sie klein war für den Moment. Ich verstehe nicht, warum sie klein war. Und wie war ich? Überzeugend, oder? Der Typ hatte fast geweint. Ich war aber auch nicht schlecht. Wir sind ein gutes Team. Na ihr zwei. Kreisch, ein Spion. Er hat alles gehört. Sie brauchte das Geld wirklich, die Arme. Sie kommt aus der Koboldsiedlung im Hochland. Eine Flut hat sie angeschwemmt. Wir wollten ihr nur Geld für die Heimatflut besorgen. Schlau, oder? Hihi. Komm, gib ihm sein Geld zurück. Das ist ja langweilig, Spielverderber. Hier hast du dein Geld wieder. Hey! Das Ganze? Oder nur die 50 Münzen? Bloß leid, Koboldin. Wieso mir nicht? Tut uns leid, wieso mir nicht? Und hier kommt man auf die Theaterbühne, wo die dem mega krassen Pogo-Puschel, der Pogo tanzen kann, vorgeführt haben. Muss ich mit ihr reden, weil ich drücke die ganze Zeit weh, aber nichts passiert. Okay. Oh, Erdbeben. Was zum... Was ist das? Ein Boss. Ein... Das ist nicht mal Ananas. Das ist eine Ananas. Aber... Das ist, keine Ahnung, eine Kokos, nur ein Kaktus würde ich das nennen. Ich komme da nicht ran. Vielleicht wäre die Lanze, die zwar ein bisschen schwächer ist, die wäre vielleicht besser. Na, hör auf, du komische Pflanze, du. Zack. Aufladen. Hör auf, geh da weg. Wieso gehst du nach rechts, wenn ich nach oben drücke? Den Kampf habe ich viel schwieriger in Erinnerung. Den habe ich viel schwieriger in Erinnerung. Weil ich krieg zwar ein bisschen Schaden ab, aber das ist ja jämmerlich. Vielleicht habe ich mich nie ausgerüstet. Das könnte auch sein.
Die Wegzug, nämlich Kaktal. Das kann man natürlich auch kaputt machen, die Ranken. Aber ich habe es immer so gehandhabt, dass sich auf die Ananas zu konzentrieren das Intelligenteste ist. Dann eben so. Das springt ja hin und her, das Ding. Das wusste ich gar nicht. Okay, wir haben es besiegt. Ja, es war ziemlich einfach. Wieso habe ich das so schwierig in Erinnerung gehabt? Keine Ahnung. Also schwieriger als das. Also es war nie wirklich schwierig, aber das war ja Kinder. Ja. Und weiter geht's. Pflanzenorb erhalten. Ich danke dir. Übertreib nicht so, er wird doch eingebildet. Sei nicht still, es tut mir leid. Sie hat ihr Gedächtnis verloren, als sie hier angeschwemmt wurde. Wahrscheinlich hat sie auch vergessen, was gutes Benehmen ist. Dein Gelaber geht mir auf die Nerven, alter Giftzwerg. Tropicalo muss einen Durchgang aus dem Lava-Tempel gefunden haben. Mit dem Mana-Samen dort könnte man die Amnesie der Kobolden heilen. Egal, auf zum Lava-Tempel. Okay, aber nicht alleine, es gibt zu viele Monster dort. Wirst du die kleine Kobolin in den Lava-Tempel begleiten? Okay. Das ist sehr nett von dir. Wie heißt sie überhaupt? Ey, alte Socke. Alte Socke, ich heiße Randy. Okay, gib mir am besten auch einen Namen. Gib der kleinen Kobolin einen Namen. Dann muss ich nochmal gucken, wie sie kanonisch heißt. Beziehungsweise... Er? Ich weiß es nicht so genau, aber ich glaube, in der Originalversion ist sie nicht weiblich. Oh, kacke, ich habe mich vertan. Mit Y. Mach mal das weg. Popoi. Oder Popoi mit I? Mit E meine ich am Ende. IE. Nimm mal das. Popoi. So. Popoi, was soll denn das für ein Name sein? Klingt wie eine Krankheit. Das sagt sie immer, egal welchen Namen sie gibt. Popoi schließt sich an. Und sie hat einen Bumerang. Wir haben Boom, 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 Boom. Und so, ich habe die auch so eine verpasst. Viel Glück, den Lava-Tempel erreicht ihr durch das Loch dort. Tura hat den Tempeleingang jedoch durch einen Lavasee versiegelt. Am besten besucht ihr Tura in ihrem Schloss, damit sie die Lava wieder beseitigt. Früher war Tura eine gute Hexe, ich weiß nicht, was mit ihr los ist. Geht nach Norden, ist das Hexenmädchen und sucht Turas Schloss. Hier habt ihr noch eine neue Waffe. Pfeil und Bogen erhalten. Den habe ich nie benutzt. Da fällt mir ein, Berthe, der Schmied, hatte ich schon gesucht. Also man kann jetzt hier durch... Aber es geht nicht, weil man kann zwar das Dingens hier. Welchen Zweck hat dieser Orbschalter? Tura hat ihn hier installiert, um den Palast zu versiegeln. Wir müssen zu ihr. Okay. Ich guck mal. Level. Was für ein Level bist du überhaupt? Und der Boomerang macht nur 8 Schaden. Ist alles Käse. Ich gebe dir mal die Lanze. Und mir gebe ich das Schwert. Damit du überhaupt ein bisschen Schaden machst. Was für ein Level bist du? Finden. Level 1. Das ist ja wunderherrlich. Aber es gibt auch nicht mehr Charaktere im Spiel. Man gibt, kriegt nur 3. Wir haben zwar jetzt nur 2. Aber wir kriegen ja... Also Purim ist ja auch noch im Ruhm existieren. Okay, dann weiß ich, was du für Sachen trägst, um ehrlich zu sein. Deswegen gucke ich erstmal nach. Bevor ich doppelt und dreifach kaufe. Mein Controller wieder. Kannst du nicht tragen, kannst du nicht tragen. Du kriegst schon eine Schlachtrobe. Den ganzen Krempel. Okay, das könntest du tragen. Könntest auch den die Dornweste tragen. Und die gibt dir 13.
Nachtruhe ist also nicht mal so gut. Obwohl die so teuer wie scheiße ist. Wer ist die denn? Okay, ich habe 220 gelesen, die kostet nur 22. Okay, dann kaufe ich dir noch eine Dornweste und so ein Hütchen. Obwohl ich nicht weiß, ob du das Hütchen schon trägst, weil ich nicht drauf geachtet habe. Ich glaube, du trägst das Hütchen nicht. Wir hatten, glaube ich, keine Hüte. Warte, kannst du den Helm tragen? Nein. Okay, dann Kuschelmütze. Anziehen. Kuschelmütze geht auch für Verteidigung. Dann kriegst du noch die Dornweste. Ich gebe dir mal das Kraftband, also das kaufen wir jetzt, sobald wir ein bisschen was verkaufen. Verkaufen! Nein, hier von nix. Das Haarband behalten wir mal, das Stirnband kann weg. Die Schlachtrobe kann weg. Ich weiß nicht, ob der Kampfanzug so eine gute Idee ist, wenn wir den verkaufen, aber ich möchte den Kettenpanzer gerne behalten. Das war doch ein Kettenpanzer, oder wie hieß es? Kettenweste eben. Kann ich das Kraftband nicht kaufen, weil ich den Preis von der Bronzekette im Kopf hatte. Habe ich die Bronzekette schon verkauft? Sonst gebe ich dir die. Ne, habe ich nicht. Wir müssen ein bisschen Geld sparen. Muss auch noch nach Berti. Ich weiß nicht, ob der umsonst war. Speichern wäre ganz nett. Hallo, ich habe B gedrückt und ich war gerade auf einem anderen Bildschirm, deswegen habe ich nicht aufgepasst. Ah, von wegen nicht aufpassen, ich bin schlafen gegangen. Schlafen braucht man nicht gehen. Wenn man vollgeheilt ist, man kann auch so speichern. Man muss nur sagen, man will nicht schlafen. Dann kann man speichern. Wieso wird darüber Buch geführt? Buch geführt. Also warum wird das aufgezeichnet, wie oft ich gespeichert habe auf einem Speicherplatz? Es ist seltsam, ich hoffe es nicht, eine Mana-Axt zu schmieden. Oh, ein schöner Boomerang, warte. Ich glaube, er hatte mal diese Axt. Hi, wie ich vermutet habe, die Mana-Energie wirkt erst in deinen Händen. Nun, dein Besitz wird diese Axt zu Mana-Axt, eine mächtige Waffe. 100 Goldmünzen gehört sie dir. Klar. Nicht genug Geld. Okay, ich muss ein paar Sachen verkaufen. Weil ich brauche 100 Goldmünzen für die scheiß Axt. Soweit ich mich erinnern kann, brauche ich auch die Axt. Deswegen müssen wir Sachen verkaufen. Ich hätte nicht so viel kaufen sollen. Wie viel gibt denn... Das würde reichen. Das will ich nicht verkaufen. Aber das Ding wollte ich eigentlich verkaufen. Das reicht dann auch. Okay. Bin falsch. So. Ich habe die Musik immer als ziemlich cool empfunden. Aber gerade nervt die so ein bisschen. Das ist besser. Ich hoffe. Ja, okay. Okay. Klar. Es gibt noch mehr Mana-Waffen zu finden. Bring sie zu mir, damit ich sie erneuern kann, sofern du zuvor einen Waffenort gefunden hast. Und jetzt zeige ich dir einen Geheimgang nach draußen. Da habe ich immer gedacht, die Löcher von dem Schädel, Hutschädel, den er da trägt, wären seine Augen, aber seine Augen sind da drunter. Bis bald. Welche Waffe soll erneuert werden? Ich kann den Speer erneuern, aber es kostet 200 Goldmünzen. Oder die Lanze. Dann kommen wir später wieder, wenn wir mehr Geld haben. Was ist denn jetzt eigentlich das Beste? Wahrscheinlich die Axt. Ne, die ist 29. Ja, du kannst dann auch den Speer haben. Ist so eigentlich gehopst wie gesprungen. Also. Kacke, wie hieß der Charakter nochmal? Oh boy, ne?
Weißt du, ich nenne ihn selber, und dann habe ich vergessen, ich meine, ja, ich habe ihn benannt, aber ich habe den Namen nicht ausgesucht. Popoi. So ist so. Und da wollen wir mal. Sondern ins Hexenwäldchen. Da wo. Pass mal auf. Du, wo auch Purim ist. Ah, ich kann draufhauen. Und tot. Keine Truhe. Wenn man nämlich die Truhe nicht mitnimmt und die liegen lässt und aus, die aus dem Bildschirm rausgeht, dann ist sie, glaube ich, auch weg für immer. Deswegen muss man immer ein bisschen warten, bis ein Gegner tot ist. Ja, Popoi macht echt nicht viel Schaden. Sie hat zwar schon den Speer, der ein bisschen mehr Schaden macht, aber ja, okay, Level 2. Das ging relativ flott hier zum Hexenwäldchen. Du weißt schon, dass du dich gerade im Hexenmädchen näherst. Na, viel Spaß. Vielleicht triffst du ja auch das Mädchen, das da gerade reingegangen ist. Ich will das Schild lesen. Geh weg. Hexenmädchen, Elfenteich. Und hier ist, glaube ich, ein Kanuni-Bruder. Kanuni-Reisebüro. Eine Flugreise für 50 Goldmünzen. Pandoria und Wasserpalast. Aber ich werde höchstwahrscheinlich das ganze Spiel übergehen, also solange ich kann, und nicht die Reisebüros benutzen, weil Erfahrungspunkte und so ein bisschen stärker wären. Und rein hier. Hallo, moin. Komisches Eichhörnchen. Bogen. Bogen schießen das Eichhörnchen. Komm, Popoi. Ah ja, ich muss sie einstellen. Ihr Kampfverhalten. So, dann wollen wir mal. Zielbestimmung? Keine Ahnung, was. Ich verstehe jetzt immer noch nicht, was Zielbestimmung ist. Ich mache sie noch sehr offensiv. Okay, das waren zwei Crits. Popoi hängt natürlich fest. Pass mal auf. Da ist der Wucherkater, den sieht man da so aus dem Augenwinkel. Ich mache ich mal weg. Da wo die Blumen sind, kann man die Ranken hier aufschlagen. Gut gemacht. Wir treffen uns an den selbstsamsten Plätzen, was meinst du? Erstmal wollte ich mal gucken, was du zu bieten hast. Nicht allzu gute Sachen. Bonbons brauche ich glaube ich noch nicht und genauso wenig wie Schokolade. Das sparen wir uns mal ein bisschen. Natürlich zurückgehen und mir die bessere Lanze holen. Das wäre vielleicht intelligent, aber Intelligenz, Schmintelligenz. Ich dachte, ich hätte dich getroffen. Sau. Level 4 für Popoi. Das hier ist ein Teleporter. Teleporter haben wir ja schon vorher benutzt. Hilfe! Steht da nur Mädchen? Wir wissen doch, wer das ist. Die machen nicht so viel Schaden, wie ich das in Erinnerung hatte. Kraftwasser finde ich gar nicht gut. Hör auf, ihn zu heilen. Die Wölfe habe ich auch viel stärker in Erinnerung gehabt. Vielleicht war ich einfach scheiße. Ich habe immer die Kanoni-Brüder benutzt oder so und nicht gelevelt.
Wieso hast du nicht mitgekämpft? Aha, ich wusste, dass du kommen würdest, danke. Okay, dann lass uns jetzt Hagen befreien. Hurim schließt sich an. Jetzt hat man seine volle Gruppe. Ich glaube, mit der Axt könnte man die Pilze hier wegmachen. Andys Waffe, Level des Geschichtenschwert, Level 2. Jetzt kann ich mal kurz hier ein bisschen aufladen. Und den hier machen. Das war ein bisschen unnötig. Ja, das kann man hier aufschneiden. Apropos schneiden. Ich gebe dir, glaube ich, die Axt. Weil die stark ist. Und mit Select konnte man den Charakter wechseln. Und jetzt spiele ich Purim und sie schneidet hier mal kurz auf. Und man kann jetzt hier in den... Warte, ich will zu Randy. Jetzt weiß ich nur nicht, warum man hier hin wollte. Okay, das macht null Sinn. Aber wenigstens zeigt das Spiel, dass man hier mit der Axt Sachen machen kann. Ihr greift an. Wenn ihr nicht angreift, dann wechsle ich mal. Du hast schon den Speer und dann kommst du da trotzdem nicht dran. Du willst mich verarschen. Die anderen halten einfach nichts aus. Ich nehme mal hier das und dann kannst du einen Bonbon auf dich selbst machen. Opa erreicht Level 5, wunderherrlich. Sie hat auch 69 KP. Wie ich auch eben. Vor längerer Zeit. Urim kann auch mal ein Level steigen, weil sie sind alle mir so ein bisschen unter. Deswegen töte ich auch alles, was ich sehe, damit wir halt ein paar Level steigen. Popois Waffenlevel gestiegen, dann zu Level 1. Urim Level 5. Jetzt Goldmünzen. G-Mark, wie ich es früher genannt habe. Weil ich dachte, das M kann ja nur für Mark stehen. Weil man doof ist und nur halt von D-Mark, DM. Deutsche Mark. Ah ja, du kannst ja Gegner erschaffen. Das finde ich gar nicht mal so gut. Höllenspion ist erledigt. Ich mag den Höllenspion auch nicht. Den mochte ich auch in Mystic Quest nicht so sehr. Aber hier finde ich den auch ganz schön beschissen. Ach, jetzt kommen wir darüber, wenn wir zurückgehen. Natürlich sind alle Gegner nachgespawnt, weil ein bisschen Banane ist. Flodermaus. Scheint da wirklich Flodermaus oder bin ich einfach doof zu doof zum Lesen? Urim ist bewusstlos, ist nicht schlimm. Wir warten einfach ein bisschen. Da ist sie wieder da. Hier muss doch noch... Nee. Die Bogenratte sein. Nee, ich will, dass Randy den Bogen nimmt. Ja, ich sollte mir den Bogen auch erstmal ein bisschen benutzen. Ich finde ihn zwar ein bisschen Banane. Weil man so... Ich glaube, man muss ein bisschen genauer zielen als wie mit anderen Waffen. Man hat zwar eine kleine Entfernung, aber trotzdem finde ich den Bogen nicht so geil. Aber der sollte halt vielleicht ein Level steigen, das wäre vielleicht... Bogenratte ist erledigt. Popeye ist Level 6. Wir sollten ein paar Level steigen. Das wäre ganz okay. Kannst du das aufschneiden? Danke. Dann wieder zu Randy. Warum ich hier Bogen level? Weil wir später den vielleicht ganz gut gebrauchen können. Wie hier an dieser Stelle. Jetzt zum Beispiel, aber ich meine vor allem beim Boss, der bald kommt.
Wieso habe ich... Ich dachte, ich hätte vollgeladen also auf ihn. Purim erreicht Level 6. Und dann mache ich schon mal eine kleine... Weiter geht's. Ich mache noch die Biene da weg. Falsche Taste zum Angreifen. Ich glaube, wir kommen da eh lang, aber wenn ich schon mal den Bogen habe, dann kann ich den auch ein bisschen ausnutzen. Ich habe den hinteren Pilz getroffen. Was zum Henker? Urims Level ist gestiegen. Gut, gut, gut. Ich brauche aber Waffenorbs, ne, um zu verbessern, ne? Nicht die Level. Die Level werden nur besser durch Waffenorbs, wenn sie halt aufgewertet wurden. Dann können sie auch Waffenlevel steigen. So. Den Ort, den wir gerade gesehen. Ich gehe da nochmal zurück. Ich hätte was sagen sollen. So einfach Sang- und Klangmuster vorbeilaufen ist ein bisschen Banane. Ihr seid ganz schön stark, ihr Scheißviecher. Wer ist Purim? Auch das Leben. Sie hält halt gar nichts aus. Hat sie überhaupt... Wenn man gerade ein, weil sie gar nichts aushält, hat sie überhaupt irgendwie Rüstung an? Hört mal auf, ich wollte nur an dieser Stelle gehen und was sagen. Das ist der Ort, wo Hagen reinkam und wo man mit der Peitsche rüberkommt. Das ist beim Wasserpalast in der Nähe. Kleidung. Du hast die Schleife an? Du hast sonst nichts an. Ja, dann zieh die Rüstung mal an. Hoffentlich finden wir noch einen Mucha-Kater hier. Weil wir haben gar keine Rüstung an. Also Purim. Der sieht nicht gut, der ist nicht gut. Also gar nicht gut. Gehen wir hier unten lang. Also machen den erstmal weg. Wir erkunden den Wald so ein bisschen. Warum auch immer Fledermäuse? Okay, es ist ein dunkler, verhängnisvoller Wald. Na klar, irgendwie Fledermäuse. Passt schon irgendwie. Randys Waffenlevel ist gestiegen. Bogen erreicht Level 1. Was macht denn der Level 1 Bogen? Haben wir hier irgendwo einen Gegner? Da haben wir einen Gegner. Das sah nicht anders aus als sonst. Uri, mach mal auf. Es ist stärker, aber visuell ist es derselbe Scheiß. Und jetzt sind wir hier. Kann ich hier nochmal? Ja, ich kann hier weggehen, wenn ich wollen würde. Komm her, Werwolf. Die tun aber doch schon ganz schön weh. Was? Wirst du mal getroffen, Sau? Also den anderen beiden tun die Werwölfe ganz schön weh. Mir könnten sie nicht egaler sein. An das Auge komme ich nicht ran. Der Höllenspion oder wie das Vieh hieß. Hier ist ein Pilz. Mach mal schnell das Auge weg. Kraftwasser. Irgendeiner setzt hier Kraftwasser ein. Kraftwasser ist eine Heilmagie. Nicht ins Auge laufen. Ja, einer am Sterben. Ja, eigentlich schon ein bisschen.
Ja, ich heil. Schnell, Burin. Okay, das Auge ist weg. Haut den kaputt. Okay, Bogen. Hat es erledigt. Popeye ist Level 7.